Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Show. Mein Name ist Antonia und in diesem neuen Format berichten wir nun einmal monatlich über aktuelle Themen rund um die Hochschule. Ja, und für unsere erste Sendung haben wir, wie ich finde, sehr coole Gäste auf unsere Couch locken können. Die drei netten Herren helfen allen, die eine innovative Idee haben und diese gerne vermarkten möchten. Sie sind, wenn man das so sagen kann, die Höhle der Löwen von Flensburg und unterstützen junge Unternehmer dabei, ihre Ideen umzusetzen und ein Startup zu gründen. Herzlich willkommen, Jonas, Thomas und Daniel von der Venture Werft. Danke. Ja, dann erzählt doch mal, wie sieht das so aus, wenn jetzt jemand mit einer Geschäftsidee zu euch kommt? Wie läuft das Ganze denn so ab? Ja, im Prinzip kann jeder zu uns kommen, egal wie weit die Idee ist. Die Leute kommen entweder bei uns einfach in den Raum reingestolpert oder schreiben eine Mail oder wir treffen sie irgendwo und sie sprechen uns an, wenn wir gerade Flyer sortieren oder aussortieren in der Mensa. Ja, und dann vereinbaren wir meistens normalerweise eigentlich einen Termin und dann geht es eigentlich los mit der Unterstützung. Die schildern so ein bisschen ihre Idee und dann gucken wir, wie wir unterstützen können. Das ist ganz unterschiedlich, wie weit die auch sind schon. Und dann läuft der Prozess so ein bisschen durch. Vielleicht mal von euch erzählen, wie wir es strukturiert haben. Ja, man kommt zu uns, sagt Hallo, klopft an, wir machen einen Termin aus und dann sprechen wir darüber, was ist überhaupt die Idee, wie ist man darauf gekommen. Und dann versuchen wir erstmal zuzuhören und die Idee zuzulassen. Und dann versuchen wir schon mal hier und da ein bisschen kritische Fragen zu stellen, das ein bisschen zu testen, inwieweit man das wirklich eine greifbare, gute Idee ist. Und dann gucken wir, wo ist überhaupt Bedarf, wo können wir unterstützen, wie können wir unterstützen. Abgesehen davon, dass wir die Idee mal so ein bisschen versuchen zu challengen, gucken wir dann, wer sind vielleicht Partner, die dir vielleicht jetzt helfen können. Wir gucken mit einem Businessplan, helfen damit. Da haben wir ein großes Netzwerk, die auch mit Investoren, die da irgendwie noch mithelfen können und so weiter und so weiter. Und dann treffen wir uns meistens dann immer regelmäßig irgendwie alle paar Wochen einmal und gucken, was gerade der Stand der Idee ist. Genau, und wir sitzen halt im Dock 1, das ist unten unterm Audimax im Erdgeschoss. Und das ist eigentlich insofern ganz vorteilhaft, als dass wir die Studierenden, die interessiert sind an Gründung, halt auch auf dem Weg zur BIP oder auf dem Weg in die Mensa halt treffen. Also braucht ihr kein ausgeklügeltes Konzept, sondern es reicht erstmal eine verrückte Idee zu haben und dann kann man sich dann bei euch melden. Auf jeden Fall. Besonders die verrückten Ideen, das sind die Spaß machen. Und selbst wenn man noch gar nicht mit Ideen, noch gar keine Idee hat, haben wir Formate wie das Idea Lab, wo man einfach mal mit anderen Ideen spielen kann, einfach mal lernen kann, wie komme ich auf Ideen, was mache ich daraus und wie mache ich daraus vielleicht ein Geschäftsmodell. Also das sind dann so Angebote für die Leute, die jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen gründen wollen. Also das sind dann so Veranstaltungen und Angebote, die ihr für die habt. Genau, also wir haben halt offene Veranstaltungen, wo auch Interessierte hinkommen können. Unsere größte Veranstaltung ist die Convention, die war jetzt auch diese Woche. Ja, zum ersten Mal in Dänemark bei unseren Partnern. Und das ist eigentlich eine Veranstaltung, wo man als Einsteiger in diese ganze Community sehr gut reinkommen kann. Da werden zwei Vorträge meistens von Startups aus der Region gehalten und die erzählen halt, wie sie in diese Gründungsgeschichte überhaupt reingekommen sind. Und ja, das ist halt gerade interessant, wenn man noch nicht so viel Kontakt hatte, um einfach mal Leute kennenzulernen, die schon gegründet haben. Ansonsten haben wir auch andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Startup Breakfast. Das heißt, Leute können einfach zu uns kommen, kriegen ein Frühstück und wir tauschen uns aus und kriegen quasi Zugang zu der Gründerszene hier vor Ort. Und das ist halt auch ein Austausch, wo schon erfahrene Gründer vor Ort sind, als auch Leute, die einfach nur eine Idee haben oder einfach so mal sich austauschen möchten, inwiefern sie mit ihrer Idee sich an uns wenden können sozusagen. Also das ist, ja, wir haben da verschiedenste Formate, die eigentlich total interessant sind und die auch jeden Gründer, egal wie weit er mit der Idee ist, halt abholen. Okay. Ihr kennt doch sicherlich die Show Höhle der Löwen, oder? Hab ich schon mal von gehört, ja. Das ist ja gerade ziemlich erfolgreich. Und ja, was haltet ihr denn von solchen Sendungen? Also vom Ding her ist es, glaube ich, erstmal positiv, wenn das Thema weiter in den Fokus gerückt wird, dass man anstelle des Angestellten-Daseins theoretisch auch gründen kann oder vielleicht eine Nachfolge antreten kann. Von daher ist es, glaube ich, ein Format, was das einfach nochmal, ja, interessant macht für die Leute und für die breite Masse. Über die Gründe, über die Löwen und Herrn Maschmeyer und so weiter darf man denken, was man will. Aber für uns ist es zum Beispiel auch ein Format gewesen letztes Jahr, da haben wir ein Public Viewing draus gemacht. Also wir haben bei uns unten im Raum Höhle der Löwen geguckt und da kamen halt auch einfach Leute her, die vorher von uns
noch nicht viel mitbekommen haben und die dann gesagt haben, hey, ich schau mir das mal an. Und so sind wir mit denen ins Gespräch gekommen und so haben sie ihr eigenes Projekt bei uns gestartet. Auch eine gute Chance. Und wir haben dann ein bisschen diskutiert und jede Idee, die da irgendwie vorgestellt worden ist, haben wir versucht zu diskutieren und jeder hat irgendwie noch Hintergrundinformationen. Zum Teil kennen wir die Gründer, die dort vorstellen und die kommen aus den eigenen Reihen. Und so ist es viel spannender, wenn man es gemeinsam guckt, dann zu sehen, was ist das eigentlich und worauf muss man eigentlich achten, wie erfolgreich das ist. Wie denken eigentlich die Investoren, die auf der anderen Seite stehen, was man so, wenn man so alleine auf der Couch guckt, gar nicht so mitbekommt. Das ist sehr spannend, so diese Diskussion, die dann währenddessen stattfindet, vor allen Dingen, wenn wir es zusammen gucken. Ja, da wir ja gerade bei Höhle der Löwen sind, wir haben da was für euch vorbereitet. Ihr seid ja die Gründerprofis sozusagen und das könnt ihr uns jetzt mal zeigen, was ihr da so machen könnt. Wir haben nämlich hier ein sehr innovatives Produkt. Das ist Flensburger Luft im Glas. Und ja, jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr mal versucht, damit ein Startup zu gründen. Und während ihr überlegt, gucken wir uns mal an, was man mit Sachen machen kann, die kaputt sind und die man selbst nicht mehr so einfach reparieren kann. Wir haben unsere Kollegin Britt ins erste Reparaturcafé der Hochschule geschickt und was sie dort alles erlebt hat, das seht ihr jetzt. Sache zum Reparieren hat, kommt einfach vorbei. Und wenn man auch nichts zum Reparieren hat, kommt mal hier bei uns vorbei, kommen wir miteinander schnacken, Kaffee kochen und uns mehr kennenlernen. Herzlich willkommen zum In Kaninchenbau, der neuen Show in der Show. Ja, wer seid ihr denn und was habt ihr mitgebracht? Ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wir, das sind Jonas, Daniel und Thomas. Und wir möchten heute unser Produkt vorstellen und freuen uns sehr, dass wir heute die einmalige Chance dazu haben. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, wir saßen in Kiel an der Förde und haben darüber diskutiert, was wir denn jetzt nach dem Studium machen wollen. Und da kam uns die Idee, dass wir eigentlich nicht nur durch Studium, sondern auch durch unseren Freundeskreis und so weiter recht viel mit Flensburg verbinden und uns eigentlich fehlte, dass wir ein Produkt oder eine Idee erschaffen, die dieses Heimatgefühl darstellt oder wiedergibt. Und was wir dabei oder auf welche Idee wir dabei gekommen sind, das möchte euch Daniel jetzt genauer vorstellen. Und zwar haben wir hier drin konserviert, die Flensburger Luft, nicht zu verwechseln mit Berliner Luft. Berliner Luft hat ähnlichen Effekt, aber funktioniert nicht so wie unser Produkt. Also wir haben was entwickelt, also es ist ein sehr ausgeklügeltes System, was dahinter steckt. Wir haben an verschiedenen Orten in Flensburg Stationen aufgebaut, wo wir die Luft einsaugen. Und einfach, wenn man viel unterwegs ist, wenn man reist, kann man in diesen vakuumverschlossenen Gefäßen die Luft aufbewahren und dann kann man immer ganz kurz und dann hat man dieses Gefühl wieder, einfach diese Erleichterung, dass man, das Heimatgefühl kommt einem direkt in den Kopf, also es ist total genial. Ja, und wie wir dazu gekommen sind, hat Jonas erklärt und Thomas übernimmt jetzt nochmal. Ja, kommen wir zu den harten Fakten, zu den harten Zahlen. Also was stellen wir mit vor, was brauchen wir jetzt an Geld und warum brauchen wir das Ganze? Daniel hat schon gesagt, da steckt ausgeklügelte Technik dahinter und das muss natürlich finanziert werden. Also brauchen wir 50, 100, 150 Euro mindestens für, damit wir das hinbekommen. Und ja, aber warum investieren? Ja, genau. Warum investieren in uns? Wir haben einen riesigen Markt dafür ausgemacht. Wir haben festgestellt, auf diesem Planeten gibt es 7, 8 Milliarden Menschen und es werden immer mehr und mehr und mehr. Und davon haben vielleicht 90, 100.000 Menschen das Glück, in Flensburg zu leben und der Rest nicht. Also, riesiger Markt. Wir denken,
wenn wir 80, 90 Euro für dieses Produkt nehmen, pro Flasche als Einsteigerprodukt, dann ist das ein vernünftiger Preis. Und genau, das heißt 80, 90 Euro für mehrere Milliarden Menschen, das ist ein Riesenmarkt, da können wir richtig Geld mit verdienen. Und dafür brauchen wir jetzt aber erstmal eine Anstoßfinanzierung. Also wie gesagt, so 150 Euro brauchen wir auf jeden Fall. Als Startkapital. Und wir haben natürlich auch schon die Lösung, wenn man viel unterwegs ist, kann man natürlich auch das Abo-Modell nehmen. Und da würden wir dann mit Preis noch ein bisschen runtergehen. Aber dann hat man das monatlich oder sogar wöchentlich, bekommt man dann eine Ladung Flensburger Luft. Das wäre halt so unser Konzept dahinter. Ja. Da kann man nur noch finanzieren, da muss man zuschlagen, da hat man eigentlich gar keine andere Wahl. Also das ist das Feinste vom Feinsten. Das bekommt man in anderen Städten, woanders auf dieser Welt bekommt man das einfach nicht. Wir München, haben das ja auch verglichen mit anderen Städten, München, aber es ist halt Kiel, nicht vergleichbar mit der Paris, Flensburger Luft. Keine Chance. Das ist das Wahre. Ja, das ist ja echt Wahnsinn, wie ihr Sachen verkaufen könnt, die ja sehr minimalistisch sind. Also ich würde es euch abkaufen, ich würde euch da Geld geben auf jeden Fall. Das ist ja echt cool, wie ihr das gemacht habt. Hattet ihr nicht dann selbst schon mal eine Idee, die ihr gerne auch umsetzen wollen würdet? Schon passiert, wie man startet am besten. Ja, also an Ideen mangelt es nicht, sondern dann halt eher an der Zeit oder an der Umsetzung. Ich habe auch schon neben dem Studium ganz klein angefangen zu gründen und eigene praktische Erfahrungen gesammelt. Und umso schöner ist es ja halt jetzt im Rahmen der Venture-Werb sozusagen diese Erfahrung auch im Austausch mit den Studierenden halt weiterzugeben und im Austausch zu sein. Was macht denn für euch so eine gute Geschäftsidee aus? Gibt es da irgendwas? Der Spaß an der Freude. Also eigentlich, dass man mit Elan dran ist, am besten nicht wegen des Geldes, sondern einfach, weil man Lust drauf hat, was auf das Produkt oder auf die Dienstleistungsidee. Und das macht am meisten aus, weil dann ist die eigene Motivation am besten. Ja, und die Idee selber, man kann alles verkaufen, wie wir gerade gesehen haben. Man muss da einfach für leben, man muss da Lust zu haben. Und das ist viel wichtiger als die Idee, dass man Lust und motiviert ist, diese Idee auch wirklich umzusetzen. Und dann kann man alles verkaufen und auch alles an den Markt bringen. Ja. Sehr gut. Ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Beitrag. Dieser handelt von einem sehr aktuellen und zurzeit ziemlich umstrittenen Thema. Die Rede ist vom Semesterticket. Was genau das ist und was genau es damit auf sich hat, das erfahren wir jetzt. Also mit dem landesweiten Semesterticket hat es auf sich. Vor 2 Jahren kam der Anstoß durch einen Vorstand der Europa-Universität. Der hat die ersten Verbindungen zur NASA aufgenommen und für die Landesastenkonferenz, in der alle Asten in Schleswig-Holstein zusammengeschlossen sind, die ersten Gespräche geführt. Das Ticket selber wird erst eingeführt, nachdem wir alle Studierenden der Hochschule einmal befragt haben, ob sie es wollen, sobald wir wissen, wie viel das Ticket letztendlich kostet. Und danach wird dann durch Stupa entschieden, ob das Ticket eingeführt wird oder nicht an unserer Hochschule. Und Ziel ist es aktuell mit der Politik zusammen, dass das Ganze im Wintersemester 2019/20 an den Start geht. Das Erste, was auffällt, es wird teurer, weil das landesweite Semesterticket wird nur zum Anfang wahrscheinlich zum Teil gegenfinanziert durch das Land. Das heißt, eine Risikoabsicherung, was die Mehrkosten für die Verkehrsbetriebe kommt, übernimmt das Land. Daher das, was in den Medien erzählt wurde, diese 99 Euro, das ist nicht der Endpreis, das ist nur der Einführungspreis mit der Risikoabsicherung. Der Vorteil ist, die Leute, die regelmäßig nach Hamburg, Kiel oder irgendwo anders in Schleswig-Holstein fahren, für die verringern sich ihre Kosten. Das Ticket wird auch nach Solidarprinzip gekauft. Jeder kauft es und damit alle davon profitieren. Ja, was haltet ihr denn so von der Idee des landesweiten Semestertickets? Betrifft euch das eigentlich noch in irgendeiner Weise? Ja, Jonas und ich, wir studieren auch noch, sind auch eingeschriebene Studenten. Uns betrifft das definitiv. Und als wir davon gehört haben, ich zumindest für meinen Teil, ich habe mich riesig gefreut, dass wir Zeit endlich mal nach Hamburg kommen, ohne irgendwie große Probleme. Ich komme selber nicht aus Schleswig-Holstein, ich komme aus Niedersachsen, aus dem wunderschönen kleinen Oldenburg. Für mich ist das natürlich klasse. Wäre klasse gewesen, hätten wir schon vor 3 Jahren gehabt. Ja. Ja, und ich muss dazu sagen, ich pendle aus Kiel und wäre auch total froh, wenn ich also es funktioniert total gut mit den Mitfahrgelegenheiten, aber wenn das halt für Studierende günstiger wäre oder wir öffentliche Verkehrsmittel nutzen könnten, wäre das für mich auch total entspannt. Ich kann aber auch die negativen Aspekte verstehen, dass man sich das vielleicht als Student dann doch nicht leisten kann und wenn man seinen Lebensmittelpunkt hier hat und vielleicht nur einmal im Semester nach Hamburg fährt, dann lohnt es sich natürlich nicht. Aber
da ich auch viel Verwandtschaft und Bekannte in Hamburg habe, für mich wäre es auch cool gewesen. Ja. Wir haben uns natürlich auch gefragt, was unsere Studenten hier an der Hochschule dazu meinen. Und ja, deswegen haben wir uns eine Kamera geschnappt und sind über den Campus gelaufen und haben welche von euch abgefangen. Und was dabei so rauskam, bitteschön. Von dem neuen Semesterticket, das landesweite, habt ihr dazu eine Meinung? Ich finde, das ist an sich eine sehr, sehr gute Idee. Ich glaube, das kann gerade bewirken, dass man viel öfter zu den Eltern fährt zum Beispiel, auch viel öfter bei jetzt... Bei dir nicht. Das, was ich jetzt aufgefangen habe, dass man Schleswig-Holstein weiter mit reisen kann, ist eine gute Idee. Allerdings mit den Mehrkosten sollte man das nochmal genauer in Betracht ziehen. Ja, zweimal Kilo hin und zurück und das Ding ist wieder drin. Ja, ich find's gut. Dann kann ich meine Freunde besuchen kommen. Was? Semesterbeitrag? 100 Euro mehr? Finde ich gut. Da fährst du nach Harrislee und musst dann halt draufzahlen, was halt ein Dorf weiter ist. Und das ist halt richtig lächerlich. Also. Ja, wäre super. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich würde es auf jeden Fall nutzen. Die Idee finde ich gut. Allerdings weiß ich nicht, ob es für mich jetzt der preislich, ob es es komplett wieder rausholt. Ich weiß jetzt nicht, wie sieht es preislich da noch aus? Mit 100 Euro dann mehr kosten, das wird in meinen Augen gar nicht lohnen. Und es gibt wahrscheinlich viele andere Studenten, die das genauso sehen. Weil es muss ja nicht jeder alles nutzen. Und dann ist die Frage, warum soll denn jeder alles bezahlen, wenn er es aber nicht nutzen tut? Wenn man die Möglichkeit hat, kommt man vielleicht auch eher dazu, das dann in Gebrauch zu nehmen. Also ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Idee. Man hat ja vorher immer gehört aus anderen Bundesländern, dass man da auch landesweit mitfahren kann. Und freue mich deswegen natürlich, dass wir jetzt auch endlich da angekommen sind. Finde ich klasse. Wäre ich dafür auf jeden Fall. Also für die Leute ist es natürlich blöd, die das nicht so wirklich nutzen wollen und dennoch diesen Preis zahlen müssen. Aber ich weiß nicht, im Sommer hat man doch irgendwann frei. Und dann kann man das auf jeden Fall nutzen. Ja, teilt uns auch gerne eure Meinung zu dem Thema mit und diskutiert mit uns in den Kommentaren. Ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr den Studierenden oder angehenden Unternehmern mit auf den Weg geben wollt? Seid nicht schüchtern, kommt vorbei. Ihr seid jederzeit alle herzlich willkommen. Wir beißen nicht, auch wenn wir vielleicht so aussehen. Wir sind keine Löwen, wir sind eher zahme Kätzchen. Und ja, kommt einfach vorbei, traut euch. Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Und ja, damit ist die erste Sendung auch schon vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart und euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank auch an euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Sendung im Juni. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und bis dahin, habt eine schöne Zeit.